jetzt sage, ich hatte Lunch mit Becky. Also, ich habe Neuigkeiten. Dave hat gefragt, ob ich ihn heiraten will. Das ist ja krass. Die neueste amerikanische Hochzeitskomödie nennt sich The Bachelorette oder zu Deutsch die Hochzeit unserer dicksten Freundin. Und dann machen wir Party mit. Und Jenna hat Koksverrat! Oh, ich bin kein großes Partygirl mehr. Die Regie übernahm Leslie Headland, die uns in ihrem Regiedebüt eine weibliche Version einer Hangover-Entgleisung präsentiert. Alltag. Auf Becky und Dale. Auf Becky und Dale. Ein außer Kontrolle geratener Junggesellinnenabschied, eine chaotische Hochzeit und jede Menge Sex- und Zickenalarm sind also vorprogrammiert. Sagt mir, sie kann es noch anziehen. Sie können hier doch sicherlich etwas tun. Dies ist der Hotelservice. Wir sind hier nicht bei Project Runway. Oh mein Gott, wer blutet hier? The Bachelorette handelt von den drei attraktiven Freundinnen Regan, Gina und Katie, die alle anspruchsvoll und Single sind, sowie deren pummeliger Freundin Becky. Darf ich was sagen? Und ich sag das nur, weil du meine Freundin bist und ich dich gern hab. Klar, habe ich irgendwas an der Nase? Jungs wie Dale, die von Haus aus reich sind, die machen sowas nicht öffentlich. Während der Schulzeit wurde Becky von den drei gut aussehenden Mädchen stets gehänselt. Nicht, weil du ein Achtel jüdisch bist. Ich meine, sie ist unsere Freundin. Ich hab sie echt lieb. Doch genau Becky ist es, die einige Jahre später als Erste vor den Altar tritt. Genannt. Jeder auf der Highschool hat sie Schweinebacke genannt. Ich meine, hinter ihrem Rücken. Ach, wir sind Freundinnen, seit wir ganz klein waren, Becky. Ich wünsche mir für dich jemanden, der es einfach von allen Dächern runterruft. Ja, das weiß ich doch. Natürlich ist Chaos vorprogrammiert. Ein Missgeschick jagt das andere. Dale hat gefragt, ob ich ihn heiraten will. Okay, was wir jetzt brauchen, ist ein unglaublich brillanter Plan. Okay, den brauchen wir. Seid ihr bereit? 1, 2, 3, los! Das Land verlassen! Ich rufe Melissa an, die Frau, von der wir das Kleid haben. Als die drei Brautjungfern sich über Beckys großes Brautkleid lustig machen, reißt es prompt. $20. Die drei müssen sich schnell eine Lösung einfallen lassen. Eigentlich, um das Kleid zu retten. Und es ist leider immer noch etwas zu klein. Ist es hübsch oder ist es hässlich? Doch schnell wird klar, dass die Lösung des Problems in ihrem eigenen Liebesleben liegt. Hey, weißt du was? Nur eine Idee. Sei einfach ganz locker. Pack das Handy weg. Deine Freundin scheint dich sowieso nicht zu brauchen. Nein, es war ein Fehler. Ich gehe jetzt. Nein, du gehst nicht. Bleib hier. Komm schon, ich will's hören. Wieso hast du angefangen, dich zu hassen? Erzähl mal. Keine Ahnung, ein Mann kann das sowieso nicht verstehen. Die vier Freundinnen werden von den Hollywood-Schauspielerinnen Kirsten Dunst. Irgendwie bist du unglücklich, ohne einen Grund dafür und deshalb empfindest du Hass auf dich. Lass mich raten, du bist Psychologe. Lissy Kaplan. Sir, ich werde Ihnen Ihren Schwanz lutschen, wenn wir in 2 Minuten da sind. Rebel Wilson und Isla Fischer verkörpert. Und ich mach keine Witze. Streichen Sie das, dieser Herr lutscht Ihnen Ihren Schwanz. Also ehrlich, nicht nur, weil wir den tollsten Sex hatten, ich... Wow. Lass es doch. Die Hochzeit unserer dicksten Freundin. Eine weitere Hochzeitskomödie à la Hangover. Diesmal jedoch aus weiblicher Sicht. Deine erste Nacht hier? Nein. Oh, tut das gut. Alles klar. Dies ist die beste Nacht meines Lebens, Leute! Ich geb dir was du willst. Mit derben Sprüchen, einer lustigen Story und der Thematisierung weiblicher Probleme spricht die schrille Brautkomödie sicher ganz besonders die Frauen an. Ich hasse Hochzeiten. Ich suche die passende Garnfarbe. Das ist ein Hochzeitskleid. Könnte zum Beispiel weiß sein. Jetzt im Kino. Wenn Becky schon vor mir heiratet, nicht in meinem Traumkleid. Dann leck ich noch eher den Bürgersteig. Bitte, dann leck den Bürgersteig. Tu es schnell, als ob du ein Pflaster abreißen würdest. Oder wie Analsex. Wir suchen immer noch Katie und Jenna. Ah, Katie haben wir gefunden. Halt's Maul! Ich hasse dich! Und dich hasse ich auch! Ich werde die Ehe im Pyjama eingehen, so wie Michael Jackson.